wenn Kinder ihre Lieblingsnachspeise stehen lassen und anstatt vor dem Computer zu sitzen, lieber Sport im Freien betreiben, dann ist wieder Ugochi-Zeit. Das beliebteste Küken Österreichs bewegte im Jahr 2007 über 80.000 Kinder an rund 1.000 Volksschulen in allen Bundesländern. Die Aktion Ugochi ist somit die größte Bewegungsinitiative des Jahres. Einen fulminanten Vormittag erlebte die Volksschule Schenkenfelden mit Ugochi und 7 Animateuren der Sportunion. Im Rahmen der Österreich-Tour wurde Schenkenfelden aus 1400 Schulen zur Schlussstation der Tour gewählt. Für die Sportunion ist eine der wichtigsten Aufgaben, die Bewegung im Volksschulalter zu fördern. Die Übergewichtigkeit, die Bewegungsarmut, die falsche Ernährung bei den Kindern, das alles wollen wir damit aufzeigen mit der Aktion Ugochi, dass Bewegung in das Leben der Kinder kommt für eine gesunde Zukunft. Das ist eigentlich unser Ziel und das Resümee daraus bis jetzt kann man sagen, ist sehr gut. Wir haben in Österreich 2000 Schulen damit erreicht, wir haben in Oberösterreich 40 Vereine, die da mithelfen und mittun für die Kinder im Fitbereich, im speziellen Bewegungsbereich etwas zu machen. Der Turnsaal der Volksschule wurde mit den Sportgeräten der Sportanimateure zu einem beeindruckenden Bewegungserlebnis für alle Schülerinnen und Schüler. Ich empfinde es irrsinnig wichtig, wie ich gehört habe davon, dass die Aktion gibt, habe ich sofort gesagt, dass wir mitmachen. Ich finde das für die Kinder eine ganz klasse Sache. Da geht es nicht um Leistung, sondern einfach Spaß an der Bewegung vermitteln und durch die vielen Stationen, was da gibt und durch die vielen Angebote hat man da die Möglichkeit, dass man sehr viele Kinder zum Sport motivieren kann und allgemein zur Bewegung. Die Sportanimateure waren in ganz Österreich unterwegs und ihr Resümee für die Tour ist sehr gut. Ich denke, es hat sehr gut gepasst. Also, durch die Kinder haben wir schon gemerkt, dass die Tour gut gelaufen ist. Die Ugochi-Bewegungsinitiative wird auch 2008 fortgesetzt und mitmachen ist einfach. Also es können nur Klassen oder eben Vereine teilnehmen. Die Kinder müssen halt eigentlich auf die Lehrer zugehen und die melden sich dann auf ugochi.at an, geben dort die Klasse ein und kriegen dort dann Zugang und können dann dort bei der Aktion Punkten mit Klasse mitmachen.